Der Hintergrund, warum wir dieses Thema gewählt haben, hat damit zu tun, dass wir in unserer Beratungspraxis bei ADAS immer wieder mit Fällen zu tun haben, in denen Verbote eine Rolle spielen, das Verbot, Türkisch oder Arabisch auf dem Schulhof zu sprechen oder in der Schule, oder das Verbot, die eigene Religion zu praktizieren, zum Beispiel durch das Tragen eines Kopftuchs oder das Beten. Und oft sind in den Schulen diese Verbote auch in Hausordnung geregelt. Um da einen Eindruck zu bekommen, wie weitreichend das Problem ist, haben wir auch eine kleine Studie durchgeführt gehabt, die bezog sich auf Religionsverbote. Und 2021 als Ergebnis der Studie festgestellt, bei denen, das waren um die 300 Schülerinnen, die wir befragt hatten aus Berliner Schulen, dass ungefähr die Hälfte der Schülerinnen Verbote, nämlich 47%, Religionsverbote an ihren Schulen erlebt haben. Das betraf in diesem Fall vor allem den Gebetsverbote, aber da es sich mehrheitlich um Oberschulen hielt, waren Kopftuchverbote nicht so ein großes Thema. Es gab aber auch noch Verbote von Fasten, genau, aber auch ein paar Kopftuchverbote. Genau, vor dem Hintergrund dieser Befunde haben wir dann eine Empfehlung formuliert, unter anderem, nämlich, dass sichergestellt werden muss, dass Haus- und Schulordnung nicht solche diskriminierenden Verbotsregelungen nicht enthalten, beziehungsweise, dass das dadurch vermieden werden soll, dass es zum Beispiel eine Genehmigungspflicht gibt für die Schulaufsicht oder dass eine Musterhausordnung bereitgestellt wird. Leider waren wir nicht so erfolgreich. Die Senatsverwaltung hat unsere Empfehlung nicht umgesetzt. Aber wir waren dann sehr froh, als die Kooperation mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte zustande kommt, die nun mit Hilfe des LADG und einer Beanstandung, worüber wir gleich mehr erfahren werden, sich des Themas angenommen hat und dafür gesorgt hat, dass es da eine Veränderung gibt in dem Umgang mit Hausordnung. Ich freue mich jetzt sehr, unsere Gäste begrüßen zu können, die das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten werden. Ich werde kurz die Gäste vorstellen. Genau, und also vielleicht immer kurz vor dem Beitrag, die wir, und wie schon gesagt, würden wir die Impulse, die jeweils sehr relativ kurz sind, hintereinander genau gerne hören, um dann danach gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und darum würde ich als erstes mit Soraya da Costa Batista von der Gesellschaft für Freiheitsrechte beginnen, die uns berichten wird über die Beanstandung. Ganz kurz zu ihrer Person. Soraya ist Juristin und Verfahrenskoordinatorin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und sie war davor langjährige Mitarbeiterin der Humboldt Law Clinic für Grund- und Menschenrechte an der Humboldt-Universität. Jetzt gebe ich gerne Soraya das Wort für ihren Beitrag. Vielen Dank für die Vorstellung und auch die Einladung zur Veranstaltung. Ich werde die kurze Einführung ins LADG übernehmen und dann auch zu unserem Beanstandungsverfahren, das wir gemeinsam mit ADAS und REACH-OUT durchgeführt haben, berichten. Wie Ali schon gesagt hat, ich bin Juristin und Verfahrenskoordinatorin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ein gemeinnütziger Verein, der strategische Prozessführung durchführt. Das bedeutet, dass wir insbesondere mit Gerichtsverfahren versuchen, über den jeweiligen Einzelfall hinaus grundrechtliche Rechtsfragen zu klären. Und dafür bietet sich aktuell insbesondere auch das LADG an. Das LADG regelt ein Diskriminierungsverbot für die Berliner Verwaltung, richtet sich also zum Beispiel an die Polizei, an die Hochschule, an die Bürgerämter, aber insbesondere eben auch an Schulen. Das bedeutet jetzt erstmal für Schulen nicht unbedingt was Neues, da Schulen schon immer an Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz gebunden waren. Das ist das verfassungsrechtliche Diskriminierungsverbot. Und auch an die Diskriminierungsverbote der Schulgesetze, zum Beispiel im Schulgesetz Berlin, was sogar ein umfassenderes Diskriminierungsverbot für die Berliner Schulen vorsieht als das Grundgesetz. Was aber neu ist, ist, dass sich für betroffene Personen und auch für Verbände jetzt neue rechtliche Möglichkeiten ergeben, sich gegen diese Diskriminierung zu wenden.
Insbesondere sieht es jetzt wirksame Beschwerde- und Rechtsschutzmöglichkeiten vor. Das ist zum einen für betroffene Einzelpersonen Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche. In diesem Verfahren gibt es jetzt auch eine Beweiserleichterung, die ebenfalls im LADG geregelt ist. Und wir haben jetzt für Verbände zwei neue rechtliche Instrumente. Das ist zum einen eine sogenannte Prozessstandhaft und zum anderen eine Verbandsklage. Was ist der Vorteil solcher Verbandsklagemöglichkeiten? Das ist zum einen trägt dann der Verband das ganze Prozess- und Kostenrisiko und Betroffene müssen sich Verfahren nicht aussetzen. Das ist insbesondere in solchen Machtverhältnissen, wie wir sie in der Schule haben, eine sehr schöne Möglichkeit, weil sich dann SchülerInnen in einem solchen sehr langen, auch rechtlichen Verfahren und belastenden Verfahren eben nicht aussetzen müssen, sondern Verbände das für die Einzelpersonen übernehmen können. Bei der Prozessstandschaft ist es so, dass der Verband ein fremdes Recht im eigenen Namen wahrnimmt. Das heißt zum Beispiel, diese Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche für die Betroffenen einklagt. Ganz konkreter Vorteil noch ist, dass es hier die betroffenen Personen als Zeuginnen im Verfahren zur Verfügung stehen. Das bedeutet, weil sie eben nicht Partei im Verfahren sind, sondern ja die Verbände, ist das bei der Prozessstandschaft nochmal ein zusätzlicher Vorteil. Und daneben haben wir eben noch die Möglichkeit der Verbandsklage. Das bedeutet, dass die Verbände selbst bei einem Verstoß gegen das Diskriminierungs- oder Maßregelungsverbot des LADG vorgehen können, wenn es sich dabei nicht nur um einen Einzelfall handelt, sondern das Verfahren über diese individuelle Betroffenheit hinausgehende Bedeutung hat. Solche Verfahren kann man auch machen, wenn es in der Zukunft potenziell zu Diskriminierungen kommen könnte. Also die Diskriminierung muss nicht schon jetzt stattgefunden haben. Dazu komme ich später nochmal. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Hausordnungen missverständlich sind. Und man muss eben auch noch nicht nachweisen, dass es schon konkret betroffene Personen gibt. Also hier zum Beispiel betroffene SchülerInnen. Bevor man aber eine solche Verbandsklage erhebt, muss man eben ein Beanstandungsverfahren durchführen. Das ist das, was wir jetzt auch bei den Hausordnungen gemeinsam mit ADAS und Reach-Out gemacht haben. Dafür wendet man sich direkt an die öffentliche Stelle, in diesem Fall die Schulen, und erklärt, warum etwas gegen das Diskriminierungsverbot verstößt, also hier die Hausordnung. Und der Vorteil auch ganz konkret jetzt nochmal in dieser Verbandsklage ist, dass man eine sehr grundsätzliche Entscheidung erreicht. Das heißt, wir haben dann nicht, wie jetzt bei den Entschädigungs- und Schadensersatzansprüchen, eine Entscheidung im sehr konkreten Fall über eine diskriminierende Situation, sondern haben hier eine grundsätzliche Entscheidung, die weit über den Einzelfall hinausgeht, weshalb das auch ein sehr wirksames Instrument für so eine strategische Prozessführung ist und weshalb wir auch bei der GFF einen ganz konkreten Projekt zum LADG hatten, um genau diese neuen rechtlichen Instrumente mal auszuprobieren und zu schauen, wie gut das funktioniert. Zum Beanstandungsverfahren. Wie Elia gerade schon berichtet hatte, haben wir im Austausch mit unterschiedlichen Beratungsorganisationen gehört, dass eben in der Beratungspraxis die Erfahrung gemacht wird, dass es diskriminierende Regelungen in Hausordnungen gibt. Und selbst an Schulen, in denen solche Regelungen nicht in den Hausordnungen verankert wird, aber doch oft kommuniziert wird, dass beispielsweise ein Kopftuch nicht getragen werden kann, dass an der Schule nicht gebetet werden kann, diese Regelungen aber keinen Einschlag in der Hausordnung finden. Deswegen wussten wir, das ist in der Beratungspraxis und auch in der Realität der SchülerInnen sehr relevant. Weshalb wir uns auch des Themas angenommen haben. Themen wie die Deutschpflichten werden ja auch schon medial seit sehr vielen Jahren diskutiert. Organisationen haben sich auch schon lange dafür eingesetzt, dass das abgeschafft wird. Auch die ExpertInnenkommission Antimuslimischer Rassismus hat die Überprüfung der Schulordnung empfohlen. Jedoch ist es bis heute nicht dazu gekommen. Weshalb wir jetzt dieses Beanstandungsverfahren gemacht haben, gemeinsam mit ADAS und Reach-Out, um eben mithilfe des LADGs diese Fragen mal grundlegend zu klären und auch flächendeckend für das Land Berlin. Aber hat natürlich auch Bedeutung über Berlin hinaus. Dort haben wir aber leider noch nicht die schöne Möglichkeit, die wir mit dem LADG in Berlin haben.
Zum Verfahren, wir haben erstmal alle Berliner Schulen per E-Mail damals um ihre Hausordnung gebeten. Das sind tatsächlich nur sehr vereinzelt Schulen gefolgt, weshalb wir danach stichprobenartig über 450 öffentliche Berliner Schulen online angeschaut haben. Davon haben nur die Hälfte circa die Hausordnung öffentlich verfügbar gestellt. Und von denen wiederum haben wir 40 Schulen gefunden, die solche Regelungen mit entsprechenden Inhalten hatten. Und davon wiederum die Hälfte haben wir jetzt beanstandet. Die Untersuchung ist jetzt nicht repräsentativ, aber zeigt doch schon stichprobenartig, dass diese Beratungspraxis doch bestätigt wird. Wir haben hier weder nach Bezirk im Land Berlin noch nach den Schularten differenziert. Das Einzige, was für das LADG wichtig ist, ist, dass es sich hierbei um öffentliche Schulen handelt, weil private Schulen nicht unter das LADG fallen, sondern das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz AGG. Was haben wir beanstandet? In diesen Schulen haben wir vier Konstellationen beanstandet. Teilweise finden sich die Regelungen auch, also mehrere Regelungen in einer Hausordnung. Deswegen geht die Zahl so ein bisschen darüber hinaus, als das, was wir beanstandet haben. Also bei über der Hälfte, also 10 Schulen, 11 Schulen, haben wir Deutschpflichten beanstandet. Ungefähr bei derselben Anzahl an Schulen auch Kopfbedeckungsverbote. Dann haben wir auch Religionsausübungsverbote gefunden, und geschlechtsspezifische Bekleidungsvorschriften. Und wie gesagt, teilweise eben zwei oder auch drei Regelungen davon in einer Hausordnung. Warum sind diese Hausordnungen diskriminierend und warum ist das rechtlich nicht möglich? Im rechtlichen Sinne sprechen wir von Diskriminierung bei ungerechtfertigten Ungleichbehandlungen. Das heißt, dass wenn Personengruppen anders behandelt werden als andere Personengruppen, wir hierfür einen Rechtfertigungsgrund brauchen. Und wenn wir so einen nicht vorliegen haben, dann sprechen wir von einer, im rechtlichen Sinne, von einer Diskriminierung. Wir haben jetzt natürlich unterschiedliche Diskriminierungsdimensionen. Bei den Deutschpflichten sind wir zum Ergebnis gekommen, dass wir hier eine Diskriminierung aufgrund der Sprache haben, aber aufgrund der ethnischen Herkunft und rassistischer Zuschreibung. Bei den Religionsausübungsverboten geht es ja natürlich um die Religion. Bei den Kopfbedeckungsverboten haben wir eine mittelbare Diskriminierung ebenfalls aufgrund der Religion, weil hier keine Ausnahmen für religiöse Kopfbedeckungen vorgesehen haben. Und dann eben geschlechtsspezifische Bekleidungsvorschriften. Da ging es vor allem darum, dass die Formulierung in den Hausordnungen doch an weiblich gelesene SchülerInnen gerichtet waren, also zum Beispiel sexuell aufreizende Bekleidung verboten wurde, es hier also vor allem eine Geschlechtsdimension hatte. Für all diese Vorschriften haben wir keine Rechtfertigung gesehen und auch in den Hausordnungen nicht wirklich finden können. Bei den Religionsausübungsverboten wurde teilweise auf das Neutralitätsgebot verwiesen. Das Neutralitätsgebot richtet sich aber nicht an SchülerInnen, sondern nur an die staatlichen Stellen, also hier die Schule, weshalb das nicht trägt. Dann haben wir auch Verweise auf den Schulfrieden gefunden. Auch der Verweis auf den Schulfrieden rechtfertigt keine pauschalen und präventiven Verbote. Das ist nur in sehr eng, unter engen Voraussetzungen möglich und auch nur bei einer konkreten Gefährdung des Schulfriedens und auch nur im Einzelfall. Also auch das rechtfertigt hier keine Kopfbedeckungsverbote und auch keine Religionsausübungsverbote, was auch immer man darunter fassen kann, unter anderem das Beten an Schulen. Vielleicht ist es auch an die Kleidung gerichtet. Wird nicht so ganz deutlich, ist also auch auslegungsfähig in der Reichweite des Verbots. Und auch Erziehungs- und der Bildungsauftrag, der ja zwar verfassungsrechtlich verankert ist, dennoch gibt die Verfassung ja auch nicht vor, wie genau solche Erziehungs- und Bildungsauftrage aussehen können. Das wird nochmal im Schulgesetz teilweise differenziert und konkretisiert. Aber auch hier konnten wir keine Rechtfertigung hierfür finden, insbesondere zum Beispiel bei den Deutschpflichten, ist ja das Erlernen der deutschen Sprache
für SchülerInnen und das Perfektionieren der deutschen Sprache im Schulunterricht zu gewährleisten. Auch die differenzierte Sprachbeherrschung muss durch den Schulunterricht gewährleistet werden. Das rechtfertigt aber kein pauschales Verbot des Sprechen anderer Sprachen, zum Beispiel auf dem Schulhof. Teilweise haben wir auch solche Deutschpflichten gefunden, die sich auf schulische Veranstaltungen bezogen, also sehr umfangreich und umfassend war. Auch hier keine Rechtfertigungsgründe ersichtlich. Können wir im Einzelnen später vielleicht nochmal vertiefen. Daneben muss auch festgehalten werden, dass solche Regelungen auch nicht auf Grundlage von Haus- oder Schulordnungen erfolgen können. Regelungen, die sehr intensiv in Grundrechte der Schülerinnen eingreifen, wie hier zum Beispiel die Religionsfreiheit, aber jetzt auch daneben das allgemeine Persönlichkeitsrecht, müssen auf einer gesetzlichen Grundlage erfolgen. Das heißt, die Schule kann nicht autonom selber darüber entscheiden und solche grundrechtsintensiven Regelungen erlassen, sondern dafür ist die Gesetzgebung zuständig. Das stößt quasi die Schulautonomie auf Grenzen, die eben nur schulinterne Gegebenheiten regeln darf. Was aber daneben immer noch möglich ist, ist, dass natürlich die Lehrerinnen im Einzelfall gegen Ausgrenzungen, Beleidigungen etc. natürlich vorgehen können. Das hat aber keinen, also stützt nicht, dass man hier diskriminierende Regelungen in Hausordnungen vorsieht, bleibt aber im Einzelfall natürlich möglich. Wie waren die Reaktionen der Schulen? Die meisten Schulen haben von sich aus oder nach kurzer Rücksprache relativ schnell reagiert. Sie waren teilweise sehr verständnisvoll. Also ich hatte sehr fruchtvolle Diskussionen auch mit Schulleitungen. Teilweise waren sie da dankbar, auch von einer Anregung von außen, die dann in diesen Schulgemeinschaft getragen wurde. Es wurde teilweise mit Lehrkräften und den SchülerInnen zusammen in Gremien neue Regelungen diskutiert und angeregt, was ich sehr schön fand. Sehr vereinzelt haben sich Schulen ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt, natürlich, weil das LADG jetzt diese vielleicht etwas besondere erstmal Situation mitbringt, dass AkteurInnen, die bisher noch nicht im Schulkontext bekannt sind, wie jetzt wir bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, von außen solche Anstöße geben und von außen intervenieren, wenn die AkteurInnen wie ADAS hier nicht mehr zu einer Lösung führen, sondern man hier jetzt tatsächlich auch rechtliche Grenzen aussetzt. Nichtsdestotrotz kam es hier zu sehr schnellen Veränderungen. Also viele Schulen haben bei den Kopfbedeckungsverboten jetzt ausdrückliche Ausnahmen für religiöse Kopfbedeckungen eingefügt. Zum großen Teil wurden Deutschpflichten und auch geschlechtsspezifische Bekleidungsvorschriften ersatzlos gestrichen. Und nur in drei, vier Schulen sind wir jetzt noch im Gespräch, wie solche Umsetzungen laufen können, und wie neue Formulierungen, sein können, die das tatsächliche Problem adressieren und nicht diskriminierend sind. Und bei einer Änderung prüfen wir jetzt derzeit noch, ob wir Verbandsklage erheben, weil wir doch glauben, dass die Diskriminierung noch weiter fortgeführt wird, und keine Lösung darstellt. Nali, es wäre jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ich hatte die Uhr richtig im Blick. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben vorgesehen, dass wir erstmal gerne alle Beiträge hören und wer jetzt aber vielleicht schon Verständnisfragen hat, gerne aufschreiben und wir würden die dann sammeln und direkt im Anschluss machen. Aber Sie können auch schon direkt in den Chat geschrieben werden. Die Kollegin haben Sie dann auch schon vorliegen, dass wir das dann bündeln und nach den Vorträgen bringen. Genau, ganz herzlichen Dank, Soraya. Ich freue mich jetzt dann als nächstes eine weitere Perspektive einführen oder einbringen, reinholen zu können, nämlich von Professor Hacı Halil Uzluca, den ich erstmal kurz vorstellen will. Er ist Professor für moderne Türkei-Studien an der Universität Duisburg-Essen und Direktor des Zentrums für Türkei-Studien und Integrationsforschung.
Von der Hintergrund ist er vor allen Dingen auch Entwicklungs- und Bildungspsychologe und hat darum auch da viele Studien schon gemacht und in vielen Gremien der ist in vielen Gremien der Politikberatung auch tätig, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann. Es sei nur genannt, die von der Bundesregierung einberufene unabhängige Fachkommission zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit oder auch lange Jahre Sachverständigenrat für Integration, Migration und den wissenschaftlichen Beirat der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich freue mich jetzt über einen Beitrag, einen Impuls, der hier nochmal die psychologische Dimension von Verbotsregelungen in Bezug auf Sprache und Religion vor allen Dingen genau verdeutlicht, die ja auch sehr wichtig ist vor dem Hintergrund auch des pädagogischen Handelns in Schulen. Ja, vielen Dank erstmal für die sehr freundliche Vorstellung. Ich hoffe, ich bin verständlich, auch wenn ich Sie alle nur virtuell sehe. Ja, in der Tat, ich will versuchen, aus einer bildungspsychologischen Perspektive zu sprechen und will eigentlich zusammengefasst auf vier zentrale Argumente, vier zentrale Bedenken hinweisen, die vor allem mit Sprachverboten einhergehen. Das Thema Religionsverbot, religiöse Symbolik werde ich möglicherweise nur kurz streifen. Die vier Argumente betreffen Folgendes. Ich will zunächst selbst, ich bin als Psychologe angeführt worden. Ich habe während meiner Jugend, wo ich viel Langeweile hatte, auch Philosophie, Literaturwissenschaft, Semiotik studiert. Deshalb auch zunächst mit einer sprachwissenschaftlichen Perspektive beginnen. Dann eine zweite integrationstheoretische Perspektive, eine dritte bildungswissenschaftliche und abschließend mit einer politisch-psychologischen Perspektive, politisch-psychologischem Argument, was nochmal die Sprachverbote und Verbote religiöser Symbolik ein Stück weit hinterfragen soll. Wenn wir mit dem ersten beginnen, mit dem sprachwissenschaftlichen Argument, also die Vorstellung sozusagen, Sprachen zu verbieten, bestimmte Sprachen ja, zu favorisieren, andere eher zu verkürzen. Pardon. Widerspricht eigentlich einer generellen Vorstellung von Sprache. Sprache ist per se pragmatisch, das heißt verständigungsorientiert. Sprache ist vom Hörer aus zu denken, nicht nur allein vom Sprecher. Vor dem Hintergrund hat Sprache die Funktion, die Verständigung untereinander zu erreichen. Was machen Schüler? Schüler sprechen in der Regel die Sprache untereinander, die sie am besten können. Das kann Code-Mixing sein, das kann Code-Switching sein. Das ist eine ganz natürliche Form. Solange es sozusagen quasi dem Verständigungszweck dient, ist das etwas, was allen zugute kommt. Und in der Regel wird man, wenn man Teilnehmende hat, die die Sprache nicht verstehen, zeigt sich in der Empirie, dass die Schüler auch relativ dann auch umschalten. Menschen können gerade durch Code-Switching mit unterschiedlichen, je nach Kontext, mit unterschiedlichen Sprechergruppen sich identifizieren. Insofern dient natürlich Sprache und Verwendung einer bestimmten Sprache auch einer wichtigen Identifikation mit Herkunft, mit Tradition, aber auch mit einer Sprechergemeinschaft. Und die kann nicht pädagogisch unterbunden werden, beziehungsweise verboten werden, diese Art der Identifikation herzustellen. Ich komme damit auch zum zweiten Argument, zu einem integrationspolitischen, das direkt daran anschließt. Was heißt es, wenn man bestimmte Sprachen abwertet? Ein Verbot ist letztlich eine Delegitimation, ist eine Abwertung, ist eine Niedrigqualifizierung. Abwertung von Sprachen ist ja nicht etwas, was völlig abstrakt erfolgt, sozusagen nur einem linguistischen Korpus gilt, sondern Abwertung von Sprachen heißt auch immer Abwertung ihrer Sprecher. Und die Abwertung ihrer Sprecher, gerade auch der Familiensprache, die junge Menschen sprechen, führt dazu, dass Menschen sich ausgegrenzt fühlen. Also nicht Teil des starken Wirs in Deutschland sind, wenn sie das Gefühl haben, ein Teil ihrer für ihre Identität relevanter Merkmale, und zwar die Familiensprache, Herkunftssprache, zählt in Deutschland nicht. Wir haben das selbst in eigenen Studien, die wir im Ruhrgebiet durchgeführt haben, über visuelle Mehrsprachigkeit, also das heißt, welche Sprachen werden gesehen, welche gesprochen,
auch ein, durchweg ein Missverhältnis darin gesehen, dass in Regionen, wo beispielsweise Türkisch, Russisch, Arabisch neben dem Deutschen auch gesprochen wurde, haben wir geschaut, inwieweit das auch im öffentlichen Feld sichtbar ist. Und es gab Regionen, wo das tatsächlich sichtbar und auch Regionen, wo Sprachen völlig im öffentlichen Raum unterdrückt sind. Hier vielleicht nur in Klammern gesprochen, auf diese Sprache ist heute überhaupt nicht und auf diese Gruppe überhaupt nicht eingegangen worden. Beispielsweise ist das Polnische hier leider negativ herausragend, und zwar dahingehend, dass es in der Öffentlichkeit kaum gesehen wird, obwohl der Anteil der Sprecher des Polnischen sehr, sehr hoch ist. Also nach dem Türkischen beispielsweise die zweitgrößte Sprechergruppe. Also auch eine Art von Sprachenunterdrückung, über die wir in den Debatten kaum sprechen. Was die Forschung seit langem schon zeigt, seit 2010 gibt es dazu systematische Forschungen, dass es einfach Hierarchien der Sprachen gibt. Sprachhierarchien. Welche Sprachen werden gern gehört, gesehen und welche weniger? Man kann da ganz salopp sagen, also Prestigesprachen, Französisch, natürlich neben dem Deutschen, Englisch, manchmal auch Italienisch, aber Sprachen, die weniger Prestige haben, meistens Türkisch, Arabisch, Russisch. Obwohl es Sprachen sind, deren Sprecherzahl deutlich höher ist als beispielsweise jetzt des Italienischen oder des Französischen. Das heißt, wir haben hier keine Gleichwertigkeit von Sprachen, was sich zum Teil auch in Bildungskontexten widerspiegelt. Kinder, die neben dem Deutschen auch Türkisch können, Arabisch können, werden weniger wertgeschätzt oder deren Kompetenzen werden weniger geschätzt als Kinder, die beispielsweise sehr gut Französisch können, neben dem Deutschen. Kommt zum dritten Punkt, zu eher sozusagen bildungstheoretischem Argument. Wenn man sich die Bildungsgeschichte anschaut, gerade ab dem 19. Jahrhundert, dann kann man eine starke Verquickung, eine starke Engführung von Staat, Schule, Sprache sehen. Ja? Einsprachigkeit war sozusagen auch ein Vehikel, ja, eine Art von staatsbildendem Mythos. Ja, die Vorstellung sozusagen kulturelle, sprachliche Homogenisierung. Meine Kollegin Ingrid Gogolin hat das mal sehr schön mit einem Buchtitel auf den Punkt gebracht, der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Das heißt sozusagen, tatsächlich werden viele Sprachen gesprochen, aber der Habitus der Schule ist sozusagen Einsprachigkeit. Was der faktischen Wirklichkeit, was der faktischen Zusammensetzung der Schülerschaft widerspricht. Das ist noch ein Relikt aus dem 19., 20. Jahrhundert, wo sozusagen Sprachbildung, Nationenbildung eng miteinander verquickt waren. Heute, angesichts einer globalisierten Welt, in diesen engen nationalsprachlichen oder nationalen Kategorien zu denken, widerspricht einfach unserer multikulturellen, multilingualen Wirklichkeit. Wenn man generell die Funktion von Schule aus einer pädagogischen Perspektive sich anschaut, Schule hat verschiedene Funktionen. Ja, Selektionsfunktion, das heißt, sie siebt Personen aus, Allokationsfunktion, sie verteilt Schüler in andere Schulen, in andere Schulformen. Sie hat natürlich auch eine Qualifikationsfunktion, sie soll uns bilden, lehren, Wissen vermitteln. Und Schule hat auch eine Legitimations- bzw. Integrationsfunktion. Die Integrationsfunktion besteht darin, das ist immer unausgesprochen auch ein Auftrag der Schule, und zwar in die Integration der Gesellschaft, gemeint damit in die Integration der herrschenden Werteordnung. Nur wenn die herrschende Werteordnung nach wie vor, ich sag mal, ein bildungsbürgerlich orientierter, rein deutscher Gesellschaft erfolgt, was sich natürlich auch an Sprachfavorisierung bemerkbar macht, dann wird sie der faktischen Zusammensetzung der Gesellschaft, die zwischen 27-30% bundesweit, in einigen Regionen, wenn man es kleinräumig aufteilt, zwischen 40-50%, in einigen Regionen sogar noch drüber, multikulturell, multilingual zusammengesetzt ist, wird sie dieser Integrationsfunktion nicht gerecht, wenn sie diese Gruppen marginalisiert. Ja, dadurch, also wenn sie faktische Mehrsprachigkeit sozusagen ausblendet und Minoritäten, Minderheitensprachen nicht schützt. Wenn man das etwas schroff formuliert, kann man sagen, eine pädagogische Hilflosigkeit, die sozusagen mit dieser Mehrsprachigkeit in der Schule nicht umgehen kann, sie darf nicht in autoritäre Muster umschlagen, dass sie das versucht, mit einem Verbot dann zu begegnen, weil man das pädagogisch anders nicht handhabbar bekommt.
Auch aus der Bildungsforschung selbst, aus der bildungspsychologischen Forschung, weiß man, dass es gut ist, wenn Schüler alle ihre kognitiv-sprachlichen Ressourcen nutzen können, diese zur Verfügung haben. Das zeigen vor allem neuere Studien, dass der Zugriff auf das gesamte Sprachrepertoire den kognitiven Transfer begünstigt. Das heißt, dass es gut ist, wenn Schüler in ihren verschiedenen sprachlichen Kompetenzen denken, sich artikulieren können. Autoren haben das manchmal auch als quersprachige Sprachräume bezeichnet. Das heißt sozusagen nicht nur einsprachig, sondern eine Art von unterschiedliche Sprachräume zugleich zu behandeln. Schule hat, darauf habe ich hingewiesen, eine Qualifikations- und Integrationsfunktion. Schule hat natürlich unausgesprochen auch eine persönlichkeitsfördernde Funktion, oder die Persönlichkeitsförderung gerade junger Menschen steht im Mittelpunkt. Und hier zeigen auch eine Vielzahl von Studien, dass Bilingualität, Multilingualität eine enorm wichtige Ressource ist. Eine enorm wichtige Ressource in der Identitätsentwicklung, dass man sich mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Herkünften identifizieren kann, aber auch eine wichtige kognitive Ressource. So zeigt beispielsweise die Forschung, dass bilingual aufwachsende Kinder, die doppeltem sprachlichen Input ausgesetzt sind, viel stärker sogenannte metalinguale und metakognitive Fähigkeiten entwickeln. Was heißt das im Einzelnen? Ich will Ihnen das an einem Beispiel vormachen. Wenn ich weiß, dass dieser Gegenstand, den ich in der Hand halte, auf Deutsch Stift, auf Türkisch Kalem heißt, dann weiß ich sozusagen, merke ich als Kind sehr schnell, dieser Gegenstand hat nichts Stifthaftes an sich, dass man es nur Stift nennen kann. In einem anderen Sprachsystem kann man mit einer anderen Symbolik auf denselben Gegenstand hinweisen und es ist immer noch sozusagen ein Stift oder ein Kalem. Das heißt, die sogenannte Arbitrarität, die Willkürlichkeit des Verhältnisses zwischen Sprache und Welt wird einem Kind viel stärker bewusst, wenn es multi- bzw. bilingual aufwächst. Und das sind Fähigkeiten, die Intelligenz fördern, die kognitive Fähigkeiten, metakognitive Fähigkeiten fördern. Sie darf durch ein Verbot sozusagen einer multilingualen oder bilingualen Praxis nicht unterdrückt werden. Mit Blick auf die Zeit ich hoffe, ich habe noch 3 Minuten, habe ich gesehen, komme ich auf den letzten Punkt, auf die politisch-psychologischen Bedenken. Was bewirken generell Verbote, vor allem auch Verbote von religiöser Symbolik? Also das Erste, was mir hier eingefallen ist, wenn wir über Symbolverbote nachdenken, welche Symbole werden in Deutschland verboten? Zu Recht verboten. Das sind meistens Symbole, die an die NS-Zeit, Nazi-Symbolik, Hakenkreuz und so weiter. Das ist sozusagen etwas, was verboten wird, zu Recht auch verboten wird. Man will sozusagen an all die Gräuel und auch die Betroffenen nicht erinnern, sie in irgendeiner Weise sozusagen in der Öffentlichkeit noch darstellen. Wenn aber Verbot von religiöser Symbolik in so eine Nähe hergestellt wird, dann fördert sie die Ausgrenzung. Dann fördert sie die Ausgrenzung der Menschen. Denn die Frage, wer sozusagen bestimmt, was demonstrative Religionsausübung ist, ist ja höchst umstritten. Wird es aus der Perspektive der Gläubigen oder eher aus der Säkularen, der Indifferenten, der explizit Atheisten definiert? Das heißt sozusagen, was davon ist demonstrative bzw. kritische Religionsausübung? Das ist, glaube ich, etwas, wo zu wenig verkannt wird, dass durch eine religiöse Symbolik natürlich auch eine Anbindung an die eigene Tradition, an die Religion, an die Historie letztlich hergestellt wird, die aber durch ein Verbot diffamiert, skandalisiert, kriminalisiert werden. Schließe ab mit der generellen Frage, was können Sanktionen, wie können Strafen überhaupt Einstellungswechsel herbeiführen? Wenn überhaupt, ja, dann hat sich beispielsweise im pädagogischen Kontext gezeigt, dass eher milde Sanktionen Einstellungswechsel herbeiführen können, nicht harte Sanktionen. Weil bei einer harten Sanktion könnten beispielsweise Schüler Dinge zwar unterlassen, aber ohne Einsicht, weil sie sozusagen quasi die Einstellungswechsel nur auf die Kraft der Sanktion zurückzuführen, aber nicht auf Einsicht. Das heißt, wenn wir tatsächlich Einstellungswandel im weitesten Sinne herbeiführen wollen, dann kann das nicht passieren, ohne dass wir die Teilnehmenden, Beteiligten, sozusagen die Betroffenen einbinden
und letztlich auch für eine Einsicht werben, warum Dinge anders gemacht werden müssen. Aber allein die Vorstellung über Sanktionen, bleibende, verinnerlichte Einstellungswechsel herbeizuführen, geht an der psychologischen Wirklichkeit vorbei. So, ich habe 43 Sekunden noch, aber die will ich für die gemeinsame Diskussion übrig lassen. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank. Wahrscheinlich geht es Ihnen wie mir. Jetzt gibt es schon ganz viele Themen, wo ich einsteigen könnte. Aber wir wollen jetzt noch Anja Lien hören, die noch eine weitere Perspektive einbringt, nochmal juristisch, aber in einem weiteren Sinn, nämlich im Hinblick auf das LADG und die Möglichkeiten, die wir jetzt in Berlin haben, die auch für viele Menschen in anderen Bundesländern sehr interessant sind. Ganz kurz zu Anja Lien. Sie ist Juristin aus Berlin und war lange Rechtsanwältin im Migrationsrecht. Und seit Anfang des Jahres ist sie jetzt juristische Referentin an der LADG-Ombudsstelle, die zusammen mit dem LADG geschaffen wurde und begleitet unter anderem vor allen Dingen Beschwerden aus dem Kontext Schule und ist darum für uns auch immer eine wichtige Partnerin. Ganz herzlichen Dank für die Vorstellung und für die Einladung. Ich freue mich, heute etwas über meine Arbeit erzählen zu dürfen. Genau, die Bereiche, in denen ich Beschwerden bearbeite, sind tatsächlich sehr breit gestreut. Einer dieser Bereiche ist eben auch der Bereich Schule. Wir können gerne schon zur nächsten Folie weitergehen. Genau, ich arbeite in der LADG-Ombudsstelle und vielleicht ist diese Stelle nicht allen ein Begriff. Die LADG-Ombudsstelle beruht eben auf dem Landesantidiskriminierungsgesetz. In Paragraph 14 ist etwas darüber geschrieben, wie diese Stelle aussehen muss und wie sie arbeitet. Die Stelle ist angesiedelt in der Verwaltung. Und das ist etwas anderes als zum Beispiel zivilgesellschaftliche Antidiskriminierungsberatungsstellen. Wir haben eine etwas andere Rolle, sehen uns dennoch an der Seite der Betroffenen und als Antidiskriminierungsberatungsstelle. Uns gibt es seit ungefähr 3 Jahren. Wir sind weisungsunabhängig. Das ist auch etwas Besonderes innerhalb der Verwaltung. Obwohl wir personell angegliedert sind, bilden wir uns eine eigene Meinung und sozusagen sind nur dem LADG verpflichtet inhaltlich. Wir beraten kostenlos Bürgerinnen, die von Diskriminierung betroffen sind. Wir beraten zu allen Diskriminierungsgründen, die im LADG genannt sind. Wir reden mit den Menschen, klären den Sachverhalt auf, im Gespräch auch mit der öffentlichen Stelle. Unser erster Auftrag ist erstmal die außergerichtliche Streitschlichtung, wenn dies gewünscht ist. Wir können hierfür aber auch Akteneinsicht nehmen, können Handlungsempfehlungen gegenüber der öffentlichen Stelle aussprechen. Unsere häufigste Tätigkeit ist, dass wir die öffentliche Stelle bitten, zu einem bestimmten Sachverhalt, der uns geschildert wurde, Stellung zu nehmen. Und diese Stellungnahme muss dann auch erfolgen. Das ist etwas, was bei uns anders ist als bei zivilgesellschaftlichen Antidiskriminierungsberatungsstellen. Uns muss die öffentliche Stelle tatsächlich auch antworten. Wir sind natürlich nicht alleine, sondern wir arbeiten in einem großen Netzwerk von vielen AkteurInnen zusammen. Also ADAS ist ein ganz wichtiger Partner von uns, aber auch die bezirklichen Anlaufstellen gegen Diskriminierung an Schulen. Die gibt es inzwischen in Berlin, in Friedrichshain, Kreuzberg und in Lichtenberg. Es gibt natürlich merkmalsspezifische Beratungsstellen, zum Beispiel zur Diskriminierungsdimension Behinderung, was ja auch im Bereich Schule eine große Rolle spielen kann, rassistische Zuschreibung oder ethnische Diskriminierung. Die GFF ebenso ist ein wichtiger Partner und wir arbeiten natürlich auch zusammen mit den verbandsklageberechtigten Vereinen. Soraya hatte vorher schon was zum
verbandsklagerecht gesagt. Ich denke, dass wir das auch in der Diskussion vielleicht nochmal aufgreifen werden. Was, glaube ich, alle unsere NetzwerkpartnerInnen kennzeichnet, ist, dass wir sehr viel zu, dass sie sehr viel zu tun haben, dass im Bereich Schule durchaus sehr, sehr viele Beschwerden an uns herangetragen werden und es und die Aufklärung sehr zeitintensiv ist, weil wir viele Beteiligte haben. Vielleicht gehe ich aber noch mal kurz dahin zurück, was wir in der Ombudsarbeit so machen. In manchen Fällen werden wir von Betroffenen kontaktiert, die Diskriminierung erfahren haben, aber die Diskriminierung vom Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin nicht erfasst wird. In diesen Fällen müssen wir weiterverweisen, zum Beispiel an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder an nichtstaatliche Antidiskriminierungsberatungsstellen, wenn es zum Beispiel ein Fall ist, der das AGG und nicht das LADG betrifft. In vielen Fällen leisten wir rechtliche Beratung zur außergerichtlichen Streitschlichtung, aber auch zu den Rechtsmitteln im Verwaltungsverfahren und den Rechtsmitteln nach dem LADG, zum Beispiel den Klagemöglichkeiten. Und wir versuchen den Betroffenen dann auch eine Einschätzung zu geben, wie erfolgreich eine mögliche Klage, die sich gegen die Diskriminierung richtet, sein könnte. Wir bitten die öffentlichen Stellen um Stellungnahmen, die sprechen Handlungsempfehlungen aus, wenn wir Handlungsbedarf sehen. Und als schärfstes Schwert steht uns noch die Beanstandung zur Verfügung. Das ist ein Schritt, den wir ganz am Ende eines Verfahrens gehen können, wenn wir die öffentliche Stelle, also hier zum Beispiel die Schule, aufgefordert haben, Stellung zu nehmen. Sie haben Stellung genommen und also sich aber mit der Diskriminierung nicht auseinandergesetzt oder leugnen die Diskriminierung und wir sehen sie aber als gegeben an. Dann haben wir als Ombudsstelle die Möglichkeit, eine Beanstandung auszusprechen. Wir können zur nächsten Folie weitergehen. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Auf dieser Folie sind die Zahlen aus dem Jahr 2022. Insgesamt hatten wir 645 Beschwerden. Und in der obersten, in dem obersten Tortendiagramm können Sie sehen, dass ungefähr die Hälfte der Beschwerden das LADG betreffen. In allen anderen Fällen, das heißt in 50% der Fällen, erfolgt eine Verweisberatung. In dem Tortendiagramm unten links können Sie sehen, wer unsere Gegnerinnen sind. Und das graue Tortenstück ist der Bereich Schule, Kita. Wir haben das zusammengefasst im sozusagen den ganzen Bildungsbereich. Und Sie sehen, es ist ein tatsächlich sehr großer Teil der Beschwerden, die Schule und Kita betrifft. Unten rechts können Sie nochmal sehen, welche Diskriminierungsdimensionen bei uns beraten werden. Und da gibt es die größte Dimension, rassistische Zuschreibung und ethnische Herkunft. Wir fassen das in unserer Statistik zusammen. Dann ein sehr großer Teil ist Behinderung und chronische Erkrankung, die auch bei uns zusammengefasst werden, und Geschlecht und geschlechtliche Identität. All diese drei Diskriminierungsdimensionen treten auch im Bereich Schule, also sind im Bereich Schule sehr stark vertreten. Wir können zur nächsten Folie weitergehen. Na, wir haben vor kurzem die Zahlen aus dem ersten Halbjahr ausgewertet und es, wie bei anderen Beratungsstellen auch, sind es steigende Zahlen. Wir haben vermehrt Menschen, die sich mit AGG-Beschwerden an uns wenden. Das hat so ein bisschen mit Sichtbarkeit zu tun, mit steigender Bekanntheit der Ombudsstelle und vielleicht auch nicht ausreichend wissen, wofür wir zuständig sind. Wir sind jetzt, ich habe heute noch mal geguckt, ungefähr bei der 770. Beschwerde. Das heißt, es ist deutlich mehr als im letzten Jahr. Es kommen ja auch noch einige Monate. Wir können zur nächsten Folie. Das ist jetzt vielleicht nicht so wichtig.
weise vielleicht noch mal kurz auf das Tortendiagramm rechts unten hin, öffentliche Bildung. Wir haben da jetzt für das Jahr 2023 Hochschule und Schule zusammengefasst und das sind bei uns jetzt 19%, also ein sehr großer Teil der Beschwerden, die den Bereich Bildung und Schule betreffen. Dann könnten wir jetzt weitergehen und direkt schon alles. Ah ja, wow. genau, was sind die Hürden für unsere Ombudsarbeit im Kontext Schule? Es ist natürlich ein sehr besonderes Hierarchieverhältnis, oft zwischen minderjährigen Betroffenen der Diskriminierung und erwachsenen Lehrerinnen, Erzieherinnen, Schulleitungen. Wir haben dritte Beteiligte, nämlich die Eltern, die entweder eine Diskriminierung ihrer Kinder geltend machen oder geltend machen, selbst von Diskriminierung durch die Schule betroffen zu sein. Nicht immer wollen die Kinder und die Eltern das Gleiche. Und das auseinander zu dividieren, ist manchmal gar keine leichte Aufgabe. Häufig ist es ein Sachverhalt, der sich über mehrere Monate hinzieht und wo ganz viele Sachen passiert sind und nicht immer erinnern sich alle gut, was eigentlich passiert ist. Häufig stehen an der Seite der Diskriminierungsbetroffenen nur andere MitschülerInnen zur Verfügung, die vielleicht auch nicht gut aufgepasst haben oder sich selbst auch nicht erinnern oder Angst haben, auszusagen. Die Betroffenen selbst haben natürlich auch Angst, sich zu beschweren, weil sie fürchten, Nachteile davon zu bekommen. Häufig wenden sich Menschen an uns, die eine schnelle Lösung wünschen. Also das Kind soll versetzt werden, soll in einer Schule zugelassen werden, soll in eine andere Klasse umgeschult werden. Und wir müssen diese Erwartungen häufig enttäuschen, weil wir sagen müssen, unsere Aufgabe ist es erstmal, ein Stellungnahmeersuchen zum Beispiel zu verfassen und wir müssen der Gegenseite auch Zeit geben, dazu Stellung zu nehmen. Und häufig dauert es mindestens 4 Wochen, bis bei uns eine Stellungnahme eingeht. Häufig wird die Frist dann auch nochmal verlängert. Also es bietet jedenfalls keine schnelle Lösung, wenn man das Ombudsverfahren nach dem LADG ankurbelt. Andererseits müssen sich die Betroffenen natürlich auch fragen, was möchte ich eigentlich erreichen? In manchen Fällen möchten sie ein konkretes Ziel erreichen, was wir allerdings nicht leisten können. Manchmal kann allerdings ein Rechtsmittel im Verwaltungsgericht aber durch eine Diskriminierungsbeschwerde, die über die Ombudsstelle eingereicht wird, flankiert werden und so nochmal dem Gericht zu erklären, warum es in eine oder andere Richtung entscheiden muss. Was wir häufig auch erleben mit den Schulen ist, dass die eigentlich sehr überfordert sind und keine Zeit haben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und auch keine Ressourcen eigentlich dafür da sind, das diskriminierende Verhalten, sollte es denn eingesehen werden, wirklich aufzuarbeiten und zu ändern. Und genau, das sind einige der Hürden, die wir so kennengelernt haben. Nichtsdestotrotz bearbeiten wir natürlich weiter Beschwerden aus dem Bereich Schule. Wir finden es total wichtig, weil es eben ein Bereich ist, der so stark von Hierarchie geprägt wird zwischen Lehrerinnen, Schülerinnen und das LADG da einfach auch gut zur Anwendung kommen kann. Wir können zur letzten Folie, ich glaube, das ist dann auch das Ende. Okay, ich glaube, das war jetzt die letzte inhaltliche Folie. Genau, das ist nochmal unsere Kontaktmöglichkeit, aber die kennen Sie wahrscheinlich. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.